Was geht ab, Leute? Hier ist mal wieder euer Igor und der Marvin. Hallo, Marvin. Also, wir haben heute ein Dual-Commentary oder ein Dual-Let's-Play für euch über ein unbekanntes Spiel. Das nennt sich ein sogenanntes Blind-Let's-Play. Na, dann starten wir einfach mal, Marvin, ne? Würde ich mal so sagen. Also, wir kennen das Spiel nicht. Es heißt Broforce. Okay, Marvin. Starten wir mal. Warte. Gibt es einen Multiplayer? Wo steht das? Play online? Start a Card Champion. Siehst du ein Multiplayer? Ah, okay, also. Ich denke mal, wir gehen mal auf Option. Ja. German. Und play. Star Champion oder Starter Card Champion. Man werft mal das. Okay, this is a playable prototype of Broforce. This game is early in production. The final version will be significant. More awesome. Press fire talk to continue. Join game. Ja. Also es ist ein sehr kompliziertes Spiel. Das ist so mein erster Eindruck. Eure Englischkenntnisse sollten schon sehr fortgeschritten sein. Denn da ist sehr viel Englisch dabei. Okay, soll ich Feier drücken? Ah, ready? Bist du auch ready? Nee. Junge, du musst dich auch. Hallo? Feier. Join doch. Ja, was ist? Press fire to join. Ja, Junge, fire. Hä? Ja, was ist denn Feuer? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Leute, also, wir merken das ehrlich das erste Mal, dass ich das spiele. Oder zumindest wir das spielen. Können wir was anderes spielen? Wie bitte? Maustaste. Ah, mit der Maustaste, aha. Oh, Marvin, ich habe irgendwas geschafft, warte. Hier, ey. Ja! Okay, gut, noch einmal. So, das haben wir schon mal gemacht. So. Jetzt? Egal, starten wir einfach das. Ey, das ist ja genau das Gleiche. Guck mal, ich kann das nicht sehen. Kannst du das sehen? Ey, du hast gerade was. Warte. Ich weiß. Ready? Go! Oh. Wir sind ein Helikopter. Southeast. Ah, wir sind in Vietnam. Und es geht um die Freiheit. Okay. Das ist so ein pixelartiges Spiel. Habe ich bemerkt. Okay, also man schießt schon mal. Daran merke ich, dass es schon sehr gewaltpredigend ist. Ja, du bist tot. Also nochmal, Marvin, okay. Du schaffst es. Ah, also wir sind ein amerikanischer Krieger. Also für Antipatrioten ist das nicht so geeignet. Ich bin schon wieder tot. Ja. Also ist die normale. Ja, ist so ein Jump-and-Run-Spiel, oder? Ja. Ja. Naja. Vom Genre her. Okay, Leute. So, also ich würde sagen, das Spiel ist eher FSK 16 oder so. Nein, also 16 würde ich nicht so einschätzen. Ich würde so sagen 12. Kill mal jemanden. Also schieß mal jemanden ab. Rette den mal. Hallo? Ja, danke. Du hast ihn gerettet. Wir sehen ein bisschen aus wie Rambo. Ja. Ich
bin schon wieder tot. Also, ey, du bist ein Neuer. Aha, also nach jedem Tod ändern sich die Charaktere. Du musst nach rechts. Okay. Es ist wie bei Mario, Marvin. Ja, also. Geh mal hin. Du hast Granaten geschmissen. Ja, du musst da. Was muss ich denn machen? Ja, alles zerstören, Mann. Geh mal zu der Flagge. Geh da mal. Geh mal da hin. Ja. Oh, ein Helikopter. Okay, also. Sieht schon sehr spaßig aus. Du hast ja. Okay, machen wir mal weiter. Also, Gestalt wird mit W, AFD. Ja. Und mit T schießt man. T schießt man und mit der Leertaste springt man weg, ne? Oder? Nee, mit W. Achso, mit W. Mit W springt man. Also, ich glaube, ich habe es jetzt so verstanden, dass das Spielziel ist, irgendwie, du musst halt die Level. In jedem Level halt die Gegner töten und besiegen und dann halt deine Flagge hissen. Hissen und dann. Ja, und dann wirst du abgeholt und kommst ins nächste. Genau. Also, ich finde das nicht so. Ab 16 finde ich schon echt übertrieben, denn wenn man so denkt, das Blut spritzt ja gar nicht. Nein, ja, okay, ein bisschen. Also, hab ich gesagt, das spritzt. Aber, ja, okay. Und so, aber 12 würde es noch gehen. Oh Mann. Ich finde das ist nicht so gewalttätig. Ich glaube, zu zweit kann man das Spiel auch spielen. Rest in Peace, Bro. Was gibt's denn noch? Wie findest du das Spiel jetzt, Marvin, so dein erster Eindruck so? Also. Man stirbt sehr schnell. Man stirbt sehr schnell. Ja, man, du bist ja auch im Krieg, Mensch. Ich glaube, das geht hier so um den Vietnamkrieg. Ey, du hast eine Peitsche. Indiana Jones. Also ich finde die Abwechslung so jedes Mal, wenn man stirbt, ist man ein anderer Bro. Ja, das finde ich auch cool. Ja. Ey, ich glaube, du hast Granaten. Ich muss mal Granaten. Sag mal, ich halte mich still. Versuch's. Keine Ahnung. Hier, mit Z wirft man Granaten. Ah, das ist ja. Also Z, B, A, S, D und T. Schon wieder tot. Hä? Jetzt ist man zu zweit? Okay, du bist. Aber wie gesagt, ihr seid irgendwelche Brüder, ich glaube. Sind irgendwelche Brüder? Ich glaube, das sind so Berühmtheiten, so Indiana Jones, Rambo. Captain America ist bestimmt auch hier. Ja, also, ich glaube, Marvin, du und ich kommen hier nicht mehr weiter. Es geht weiter im nächsten Part und dann sag ich mal Tschüss, Freunde.